Die Kulturtipps werden Ihnen präsentiert von der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow Parchim und Umgebung. Ein Zuhause für alle Generationen. Sind die Kanaren ein lohnenswertes Ziel für Ornithologen? Die Antwort darauf wird in einem multimedialen Vortrag des Naturschutzbundes Schwerin gegeben. Zu Gast ist der aktive Ornithologe Dr. Horst Zimmermann. Er berichtet über seine Beobachtungen der Vögel auf den Kanaren. Den spannenden Ausflug in die Vogelwelt gibt es am 1. Dezember um 18 Uhr in der Naturschutzstation Schwerin. In der historischen großen Reithalle auf dem Landgestüt Redefin stehen kleine dekorierte Buden bereit zum Winterzauber. Am zweiten Adventswochenende gibt es von Freitag bis Sonntag neben Glühwein und Feuerzangenbowle auch Stände mit handgemachten Gegenständen sowie für die kleinsten Besucher ein Kinderkarussell und Ponykutschfahrten. Weitere Informationen gibt es unter www.landgestüt-redefin.de. Die faszinierende Unterwasserwelt kann am 5. Dezember um 19 Uhr im Barocksaal in Rostock entdeckt werden. In einem Vortrag des Meeresbiologen Uli Kuhns wird ein Einblick in eine unbekannte Welt gegeben. Vom Eiswasser des Nordatlantik bis hin zu tropischen Korallenriffen. Dank Unterwasserfotos wird eine sagenhafte Naturvielfalt enthüllt. In den Schweriner Höfen gibt es in der Adventszeit jede Menge Aktionen, um die Weihnachtszeit noch mehr zu versüßen. So auch am Samstag, den 3. Dezember. Dann bleiben die Pforten der Höfe für das Adventsshoppen bis 19 Uhr offen. Von 14 bis 17 Uhr können im Brunnenhof Kerzen individuell selbst gestaltet werden. Und auch am 5. Dezember wird von 15 bis 18 Uhr zur großen Schuhputzaktion aufgerufen. Am kommenden Tag ist nämlich Nikolaus. Um mit den Bürgern auf dem Land ins Gespräch zu kommen, geht die Tageszeitung Taz auf Tour. Nach Sassnitz, Güstrow und Schleife wird nun auch in dem ländlichen Rühn bei Bützow Halt gemacht. Im Kloster Rühn wird über den demografischen Wandel und die Vergreisung der Dörfer diskutiert, auch bezüglich der im nächsten Jahr anstehenden Bundestagswahl. Beginn der Veranstaltung ist am 6. Dezember um 19 Uhr. Zu einem bunten Musikprogramm bittet der Marinemusikchor Kiel in der evangelisch-lutherischen Kirche in Warnemünde. Das Repertoire der 50 Musiker reicht von Oper und Musical bis hin zu Rock- und Popmusik. Und doch steht das Konzert ganz im Zeichen der Weihnachtszeit. Der Beginn ist am 7. Dezember um 19 Uhr. Die Ticketerlöse werden an den Förderverein Jugendschiff Likedele gespendet. In der alten Synagoge Hagenow erklingen typisch britische Wintercarols. Und damit sind nicht die poppigen Weihnachtslieder, sondern handgemachter englischer Folk mit Fiddle, Gitarre und nordenglischem Dudelsack gemeint. Broom bis Zoom zelebrieren alles andere als eine stille Nacht, sondern bringen alte Klänge zur Wintersonnenwende. Beginn des Konzerts ist am 8. Dezember um 20 Uhr. Karten gibt es unter der Telefonnummer 03883 729096 oder an der Abendkasse. Sie sind die Beatles der Grimmschen Märchen, ein Quartett aus Esel, Hund, Katze und Hahn. Die Bremer Stadtmusikanten machen als Weihnachtsmärchen des Jungen Staatstheater Parchim die Bühne unsicher und gehen auf musikalische Reise. Das Theaterstück über vier völlig unterschiedliche Charaktere, die im Laufe ihrer Reise zu einer Einheit werden, gibt es am 15. und 16. Dezember um je 9 und 11 Uhr in der Stadthalle Parchim zu sehen. Heute Nachmittag wurde unser Firmensatellit von einem unbekannten Flugobjekt getroffen. Es handelt sich hierbei um einen kleinen, außerirdischen Roboter. Eine Maschine mit Gefühl. Ich will ihn haben. Entschuldigung, könnten Sie mir sagen, wo man sich hier Raumschiffe ausleihen kann? Ah, ich soll dem grünen Männchen folgen. Er entdeckt eine neue Welt. Initiieren, hochfahren, 10, 9, 8. Ist das alles? Wann beschleunigst du auf Lichtgeschwindigkeit? Und was er braucht, ist ein Freund. Nichts passiert. Ich bin okay. Meine Eltern nennen mich Robby. Robby und Tobby. Bringen Sie mir diesen kleinen außerirdischen Roboter. Ich schmecke Asphalt und eine Spur vom Hunde-AA. Der Junge und die Roboter verstecken sich in Tütemor. Diese Weihnachten. Ich empfange Ihr Notsignal vom Nordpol. Dort müssen meine Eltern mit unserem Raumschiff abgestürzt sein. Siehst du? Das ist ein Landluftwasserfahrzeug, das ich erfunden habe. Jetzt müssen wir nur noch die nötigen Teile finden und das Ganze zusammenbauen. Tobby, da kommen ein paar bärtige Frauen. Das sind keine Frauen. Das sind Rocker. Fliegt raus! Brauchst du unsere Hilfe?
Das wird der Hammer. Hast du noch keinen Namen? Wie wäre es mit Flievertüt? Das klingt gut. Flieh wie Fliegen, war wie Wasser, Tüt wie Auto. Schnapp dir den Roboter und überlass die Heinis mit den ungewaschenen Haaren mir. Begleite Robby und Tobi. In ihrem Flievertüt. Größten Abenteuer. Robby, Tobi und das Flievertüt. Klingt super, Tobi. Steuer du lieber wieder. Ab 1. Dezember im Kino. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender. Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern. Kulturtipps werden Ihnen präsentiert von der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow-Parchim und Umgebung. Ein Zuhause für alle Generationen.